Ja, hallo und damit begrüße ich euch herzlich zu Tomb Raider The Decker of Xi'an. Beziehungsweise die Demo davon. Das ganze Spiel ist ja noch nicht draußen und das Ganze ist auch nur ein Fan-Remake, kein offizielles Remake. Das Ganze basiert auf dem Spiel Tomb Raider 2, was ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat und was auch mein erstes Tomb Raider-Spiel war. Ja, Tomb Raider 2, nicht Tomb Raider 1. Und dafür, dass es nur ein Fan-Remake ist, ist es ziemlich gut gelungen, muss ich ja schon sagen. Und Lara sieht auch ziemlich gut aus, würde ich mal so sagen. Also, ja, im Gegensatz zu Tomb Raider 2, ne, wenn ihr das Spiel mit diesem hier vergleicht. Und The Decker of Xi'an heißt einfach der Dolch von Xi'an. Wer das zweite Spiel kennt von Tomb Raider, der wird wahrscheinlich wissen, was damit gemeint ist. Das ist nämlich ein berühmter Drachendolch, den man dann hinterher aus so einem Drachen rauszieht. Und ja, jeder, der sich diesen Dolch ins Herz stößt, wird zum Drachen. Und Lara ist halt auf der Suche danach. Und Tomb Raider 2 war mein absolutes Lieblingsspiel und auch mein allererstes Tomb Raider-Spiel, was ich damals so gespielt habe. Und ich habe es wirklich gesuchtet und deswegen werde ich wahrscheinlich auch viel wiedererkennen. Und ich hoffe, sie haben es eins zu eins nachgebaut. Hoffe ich zumindest. Ja, ich habe dieses Spiel schon mal aufgenommen. Aber leider musste ich dann feststellen, dass da irgendwie so ein Störgeräusch in der Aufnahme war. Deswegen nehme ich das Ganze jetzt nochmal auf. Und ich hoffe, dass diese Audioaufnahme ein bisschen besser läuft. Ja, wie bin ich denn auf dieses Spiel gekommen? Ich habe in den letzten Tagen ein Let's Play dazu gesehen bei einer größeren YouTuberin. Und da musste ich dieses Spiel einfach sofort herunterladen. Und ich dachte, ich nehme euch gleich mit. Und deswegen starten wir jetzt auch ein neues Spiel. Ich will auch nicht hier zu lange rumquatschen, ne? Also nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken. Würde ich mal so sagen. Also so oder so ähnlich. Ja, Craftmänner können wir leider nicht spielen. Options habe ich, glaube ich, alles eingestellt. Ich spiele das Ganze mit einem Gamepad. Die erste Aufnahme habe ich mit Maus und Tastatur gespielt und den Anfang kenne ich auch schon ein bisschen. Durch das Let's Play und weil ich ja schon mal den ersten Part aufgenommen hatte. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt doch mal ein neues Spiel, bevor ich hier noch ellenlos weiterquatsche. Hier steht auch Resume Game. Das machen wir aber nicht. Oder Resume Game. Keine Ahnung, das ist aber eher französisch. Wir starten ein neues Game. Und ja, auf Easy, weil ich nur den Anfang kenne und ich jetzt auch keine Lust habe, hier ständig zu sterben. Die Demo wird auch nicht lange dauern. Also ich denke mal... To be op- nur eine halbe Stunde oder nur eine Stunde? Keine Ahnung. Ach so, wir müssen hier unten drauf, okay. Start game. Starting a new game will cause a current autosave to be overwritten. Do you wish to continue? Yes, of course. Lara Croft, the well-known adventurer and archaeologist, has just discovered an old text about the misadventures of Peng Bei, a Tibetan or Tibetian? Eigentlich kommt da doch noch ein I hin, oder? Monk who stole the dagger of Xi'an centuries ago, according to legend, if a person stabs themselves through the heart with the gate wall up, it will transform them into a dragon. By tracing the geographical coordinates written on the document, Lara discovers her next destination, the Great Wall of China. Who knows, this might be the final resting place of the cursed artifact. Ja, Lara Croft, die allseits bekannte Abenteurerin und Archäologin, hat kürzlich oder gerade einen Text gefunden über die Misadventures. Über die Misserfolge oder die Missabenteuer von Peng Bei, einen tibetischen Mönch, der den Dolch von Xi'an gestohlen hat vor Jahrzehnten, also centuries ago. Wie es die Legende sagt, wenn ein Sohn sich diesen Dolch ins Herz stößt, wird der Dolch ihn dann in einen Drachen transformieren. Ja, so ist halt die ganze Geschichte. Und sie sucht halt nach diesem Dolch und
bei Tracing the Geographical Coordinates, also sie sucht halt diese geografischen Koordinaten, die halt da auf dem Dokument stehen. Lara discovers her next destination und sie reist halt zur großen Mauer von China. Und wer weiß, das wird wahrscheinlich der letzte Ruheplatz sein von diesem verfluchten Artefakt. Und wir pressen in die Key. Ja, und damit wären wir auch schon und hüpfen hier gerade so schön, oder rutschen hier so schön die Rampe herunter, die Steinrampe, wie auch Tomb Raider 2 anfängt. Ja, im alten Spiel. Und es sieht doch einfach wunderschön aus, oder? Also, es ist natürlich aufgehübscht und der Hubschrauber fliegt auch wie im zweiten Teil da drüber hinweg. Und normalerweise ist das so, wenn man in Tomb Raider das Wasser berührt, taucht ein Tiger auf. Aber anscheinend noch nicht. Also das ist wirklich so. Das müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr Tomb Raider 2 spielt. Dann taucht dort ein Tiger auf. Aber wow, ne? Und das ist nur ein Fan-Remake. Es ist kein offizielles Remake. Und ich mag dieses Spiel einfach sehr, weil es einfach... Ja, es ist halt die alte Lara, ne? Es ist halt nicht die neue Lara. Es ist kein Survival-Spiel. Und wir werden mal schauen, wie wir hier auch zurechtkommen, weil ich werde hier bestimmt sterben noch und nöcher. Press X or R to zoom and go to manual aim mode. Nein, das möchte ich eher nicht. Also, ich weiß, dass ich nicht gut darin bin, also werde ich das auch nicht tun. Press Spacebar oder R to jump. Ah, hierhin. Und Lara sieht wirklich gut aus, ne? Obwohl ich ja sagen muss, dass sie so ein bisschen russisch aussieht, also dieses typische runde Gesicht und so, ne? Also das ist jetzt nichts Böses gegen russische Frauen. Im Gegenteil, ich meine, russische Frauen sind ja sehr, sehr hübsch im Allgemeinen oder halt sehr, sehr attraktiv. Und Lara sieht so ein bisschen, aber ich meine, okay, sie sieht aus wie Lara Croft, wie sie aussehen sollte und nicht anders, oder? Okay, wir werden jetzt mal hier rüber hüpfen. Und ich glaube, das Ganze hat auch nur einer programmiert, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich habe mich jetzt nicht so schlau gemacht. Wow. Ja, verzeiht mir, wenn ich jetzt mich hier mehr umschaue, als dass ich spiele. Aber das Spiel sieht wirklich gut aus. So, weiter geht es. Oh, das war knapp. Wohin denn jetzt? Hierhin? Ich sehe ein bisschen schlecht, weil mein Monitor... Moment, vielleicht kann ich den so ein bisschen justieren. So. Ach so. Use the movement. Hold down the movement key away from the ledge and press... Ah, zurück. Okay, das hat sie schon mal geschafft. Weiter geht's nach oben. Oh, wir haben einen Checkpoint. Das ist ja schon mal gut, also falls wir sterben, ne? Aber der Tiger ist immer noch nicht da. Tigerchen. Also ich finde, wenn man so ein Remake macht, ne, dann muss man sich auch 1:1 daran halten. An die Story. So, weiter geht es. Hups. Und nochmal hups. Tiger. Nee, er taucht immer noch nicht auf. Und normalerweise müsste hier auch irgendwo dann so ein Drachenartefakt sein. Also so eine Jadestatue oder so. Keine Ahnung. Irgendwie so. Ja, da ist er.
Da ist er, da unten. Aber wir müssen ihn auch, glaube ich, nicht töten. Es sei denn, wir kommen hier wieder zurück. Ich glaube... Moment. Nach hinten mussten wir springen. Und jetzt hier nach oben. Ja, den Anfang kenne ich ja schon. Weil ich ihn ja schon mal gespielt habe. Und dort war ich viel, viel euphorischer als jetzt. Aber da war so ein komischer Ton in der Aufnahme. Und das wollte ich euch nicht antun. Weil es ist ja nervig. Ich bin ja halt so eine kleine Perfektionistin. Und ich kann das absolut nicht haben. Wenn da irgendwie so Nebengeräusche oder so sind in der Aufnahme. Und ich habe auch gerade meine Nachbarin schon wieder gehört, dass die da oben so laut ist. Aber es ist mir jetzt egal. Ich meine, wir haben ja nicht mitten in der Nacht. Und ich kann auch laut sein. Also so laut rede ich ja nicht, ne? Ich glaube, wir mussten hier rein. Aber das Ganze ist ziemlich düster. Also man kann kaum etwas sehen. Und es ist, glaube ich, auch etwas anders als Tomb Raider 2. Ich glaube, bei Tomb Raider 2 wären wir schon längst in diesem einen Raum mit den Spinnen. Hier gibt es auch Spinnen. Das weiß ich. Können wir hier durch? Ey, nicht springen, Lara. Nein, ich will da rein. Ach so. Y ist ja Interaction. Oh, hier geht's aber runter. Oh, ich dachte... Oh, sehr schön. Ja, das ist ein bisschen seltsam hier mit dem Gamepad, aber... Aha, wo sind wir? Kommen wir hier irgendwo hoch? Sind wir hier in der Kanalisation von irgendetwas? Es sieht auf jeden Fall schon mal sehr asiatisch aus, da mit der Jadeschlange. Ja, vor allem Jadeschlange. Ich meine mit dieser Drachenschlange. Aha, der Mechanismus ist auf jeden Fall kaputt. Lara has a journal that can help you written... genau, written. Can help you when you, also wenn man nicht weiter weiß. Wo ist es denn? Und hier haben wir das übliche Tomb Raider-Menü, also aus den ersten Teilen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das in den neueren Teilen auch so ist. Die habe ich nämlich noch nicht gespielt. Da hatte ich nur mal ein Let's Play zugesehen, aber wie gesagt, ich mag die alten Teile halt. One of the two mechanisms to open the door is destroyed. However, those beams don't look solid. Perhaps my weight would be enough to unblock the mechanism. Ja, Lara hat eine schöne Stimme. Also ein paar Teile wurden auch synchronisiert, was ich auch sehr, sehr gut finde. So, wir müssen ja jetzt irgendwie diese Tür aufkriegen. Und hier haben wir einen Hebel. Press E or Y. Ja, wir müssen jetzt diesen Hebel drehen. Und sorry, dass ich das halt jetzt nicht mehr blind spiele. Also zumindest den Anfang nicht mehr. Wir müssen jetzt hier rüber. Und wie war das noch? Wir müssen da oben hoch und dann hier rüber. Ich bin jetzt eigentlich auch nicht so die beste Lara-Spielerin, also... dass ich jetzt hier alle Movements weiß und alle Wege. Auch wenn es so aussieht. So, rüber. Und jetzt hier dran. Los, Lara. Und an den Hebel. Oh, das war gar kein Hebel. Das ist eine abgebrochene Holzstange, ne? Von dem Zahnrad hier oben. Press Spacebar oder... Ah, wir sollen jetzt rückwärts jumpen. Ja, das wäre böse geendet, wenn sie da wirklich stehen geblieben wäre. Aber Gott sei Dank ist ja... Ey, ich will immer A drücken, um zu öffnen. Aber da springt sie hier nur. Wow, wunderschön, nicht wahr? Und das ist auch genau die gleiche Musik wie auch in Tomb Raider 2. Wow, diese Aussicht, ne? Ist einfach wunderschön. Oder? Wow, das wäre der perfekte Screenshot. Oder?
Ja. Kann sie denn noch einen Hechtsprung? Nee, Moment mal. Wie ging das nochmal mit dem Hechtsprung? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh. Sie macht so einen Roundhouse-Kick. Oh. Das ist echt gut. Also, falls uns was angreift, ne? Aber wir haben ja auch unsere Waffen. Tja, wollt ihr was, ihr Piepmätze da oben? Nee? Okay, dann eben nicht. Aber ich glaube, in Tomb Raider 2, also im alten Teil, wurden wir angegriffen tatsächlich, ne? Ach so, hier konnte man auch runter. Und hier habe ich was gefunden. Ich glaube, hier liegt irgendwo Munition. Ich kann das schlecht auf meinem Monitor erkennen, weil ich so einen riesen Monitor habe. Das habe ich aber auch schon erwähnt. Und hier ist eine Notiz. Auf dem Written in All Chinese Hard to Date. Qin Shi Huang, unser Kaiser, starb auf dem Kriegsfeld. Schlachtfeld. Ich sollte es nicht schreiben, aber ich bin glücklich. Als er hier hingekommen ist mit seiner Armee, sah ich seine Gräueltaten mit meinen eigenen Augen. He was able to condemn. Was heißt denn noch condemn? Er war dazu in der Lage, jemanden den Tod zu bringen, nur mit einer simplen Handgeste. Oder halt jemanden umzubringen, nur... Er hat halt irgendwie mit seiner Hand geschüttelt und dann wurde er umgebracht, derjenige. Hat dieses Kind wirklich verdient, abgeschlachtet zu werden, nur weil es einen, weil es ein Stück Fleisch gestohlen hat? Ich kann diese Bilder nicht mehr aus meinen Gedanken verbannen. Also ein Kind hat halt ein Stück Fleisch gestohlen, weil es Hunger hatte, also Piece of Meat. Und ja, dieses Kind wurde auch abgeschlachtet. Warum ist Qin Shi Huang hierher gekommen? Ich weiß es nicht. Aber es wird gesagt, dass seine Soldaten die Digging. Sorry, wenn ich so abgehackt lese, aber ich versuche es halt für euch gerade so zu übersetzen und mein Englisch ist halt so mittelmäßig. Who were digging in the catacombs, also die halt in den Katakomben unter der Mauer gesucht haben, gefunden haben, wo sie nachgeschaut haben. Also die haben ja irgendwas gefunden, keine Ahnung. Why have some people renamed Qin Shi Huang? Ach so, wieso haben manche Leute Qin Shi Huang den Drachen genannt? Naja, wen interessiert's? Er ist jetzt tot. Das fängt ja schon mal gut an hier. Ich meine, hier lag irgendwo... Hier lag Muni. So, Muni. Gibt da irgendwo noch was? Ein Medipack oder so? Oder ein paar Flares? Nö, anscheinend nicht. Ja gut, dann wollen wir mal hier weitermachen. Ja. Ich glaube, ich hätte mir nicht so einen riesen Monitor kaufen sollen. Irgendwie sehe ich hier viel, viel weniger als sonst. Wo kamen wir denn jetzt eigentlich her? Kamen wir jetzt von hier oder kamen wir jetzt... Hold down... Oh! Durch die Leute. Ja. Noch mehr? Ey! Warum steckst du denn die Waffe weg? Ja, ich bin so ein bisschen unkoordiniert mit dem Gamepad, weil ich immer über Tastatur spiele. Also Verzeihung, dass es jetzt nicht so smooth abgelaufen ist. Wow, ich wette, wenn wir hier runterfallen, dann ist es vorbei mit uns. Aber es sieht auf jeden Fall schön aus, ne? Das muss man ja sagen. Ja, ich wünschte, ich wäre jetzt auch in so einem hübschen Ort. Urlaub machen oder sonstiges. Abchillen. Aber hey, ich glaube, das kann nur Lara Croft. Und wer wäre nicht gerne Lara Croft? So, wo geht es denn jetzt entlang? Erstmal hangel dich bitte. Kannst du dahin? Oh. Oh, schnell nach oben. Und dann geht es hier weiter. Und nochmal nach oben.
Oh, Kacke. Das schaffst du doch nicht, oder? Doch, das schafft sie. Und jetzt... Nein! Hä? Warum ist sie denn jetzt... Ja, das war schon immer so bei Tomb Raider. Sie hat irgendwie Probleme mit den Richtungen. So. Oh! Oh, das war natürlich nicht so gut. Ich hätte ein bisschen schneller reagieren sollen. Naja. So ist das halt bei Tomb Raider. Einen Moment, Leute. So, da bin ich wieder. Bei mir hat sich gerade Kaspersky gemeldet, dass ich mich irgendwie registrieren soll. Das ist natürlich super toll in einer Aufnahme. Dass sich da immer so andere Programme melden und sagen, hey, registriere mich doch. Nee, Kaspersky, ich will dich gerade nicht registrieren oder sonstiges mit dir machen. Ich will einfach nur Tomb Raider spielen. Denn Tomb Raider 2 war mein Lieblingsspiel. Und jetzt los! Wie lässt man sich fallen? So. Und nochmal fallen und nochmal fallen. So, jetzt sind wir hier unten. Weil wenn wir nämlich hier runtergefallen wären, dann wären wir tot. Und das ist ja wohl nicht so von Vorteil. So, was haben wir denn hier unten? Nichts. Nüscht, nüscht, nüscht. Aber wir können eine Rolle. Ach so ist das. Wir müssen da wahrscheinlich... Ja, sie kann ein... Hold down left shift or RB to sprint. Ah, so sprintet sie. Und wir haben den nächsten Checkpoint. Und ja, daran kann ich mich auch noch erinnern. Das ist wirklich 1:1 nachgebaut. Press C or B immediately after jumping forward. Also, ich soll... Momentchen mal. Jump. Ja, es funktioniert mit dem Hechtsprung. So, und wir schwimmen jetzt damit. Hold on, left shift or to swim faster. Mhm. Vor allem to swim faster. So. Normalerweise, wenn wir jetzt auch hier auftauchen, tauchte sofort ein Tiger auf. Ist das hier auch so? Warte mal, wo war das nochmal mit dem Faster Schwimmen? Ah, hier war das mit dem Faster Schwimmen. Und wie war das nochmal mit dem Abtauchen? Damit abtauchen. Und wie schwimmen wir nochmal einfach mit den Pfeiltasten, ne? Gab es hier nicht noch eine Höhle? Nö, anscheinend nicht. Oder? Ja, dann wollen wir doch erstmal hier an Land gehen. Ada? Ich hab so ein bisschen Schiss, hier taucht doch gleich... Was? Nein, ich will keine Waffen wechseln. Hier taucht doch gleich was auf. Ja, da ist doch noch einer, oder? Armes Tigerchen. Ich meine, ich will dich normalerweise nicht umbringen, aber... Du willst mich ja auch töten. So, wo ist der Nächste? Komm raus.